Hallo Freunde des Klemmersteins und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal einen Katalog von einer alternativen Klemmerscheinfirma an. Und zwar Kobi, wie ihr sehen könnt. Ja, dieser Katalog ist tatsächlich auch schon etwas älter, also er ist nicht mehr ganz der jüngste. Aber er ist der aktuellste von Kobi, den es gibt. Hier sind Sets drin, die bereits erschienen sind Anfang Juni, aber die auch noch erscheinen im September oder Oktober. Die werdet ihr dann alle hier drin sehen. Ihr seht, 24 Seiten hat das Teil. Vielleicht wird es so eine Katalogwoche, denn der neue Lego-Katalog ist ja auch vor kurzem erst erschienen. Ich bin immer noch auf der Jagd nach dem, bloß bei mir in der Gegend ist es immer ein bisschen problematisch mit den Katalogen, die zu ergattern. Und weil es gibt da einen Spielzeugladen, der die irgendwie erst einen Monat nach Release bekommt. Aber naja gut, also wir schauen uns heute mal den Katalog an. Und ich würde sagen, wir starten auch einfach mal rein mit der ersten Seite. Und ich würde sagen, wir machen auch mal gleich Vollbildmodus. Ich glaube, das Kobi-Logo dürft ihr jetzt nicht mehr sehen, aber ihr seht dafür, glaube ich, besser jetzt den Katalog. Wir haben hier ganz einfach solche Super-Wings-Sets, die bei Kobi natürlich oder bei Lego dann im Endeffekt die Juniors-Reihe wäre. Ist jetzt, denke ich, nicht wahnsinnig so interessant. Auch so, wir haben hier natürlich noch das Inhaltsverzeichnis. Das ist natürlich ganz wichtig hier. Skoda, Maserati, Abarth, dann hier die Youngtimer Collection. So wie dann hier die Historical Collection, was natürlich für die meisten eigentlich das Interessante ist. Vielleicht auch noch neben Armored Forces und den Top Gun Maverick Sets, die ja ein Lizenzthema bei Kobi sind. So, dann haben wir hier Skoda. Jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig interessant. Wir haben hier ein paar schöne, coole, süße Autos. Was jetzt vielleicht bei Lego einzuordnen wäre in die Kategorie der Speed Champions. Wobei man das sagen muss, ganz klar, dass es bei Lego bei weitem nicht solche Garagen gibt, die ihr da seht. Und ihr seht auch, diese Sets erscheinen erst teilweise. Hier unten zum Beispiel die beiden Skodas erst im Juli. Also die kommen jetzt in 3 Tagen erst raus. Dann haben wir hier drüben auf der anderen Seite noch vielleicht das interessantere Thema. Und zwar die richtigen Luxuswagen mit Maserati, zum Beispiel hier ein Rennstreckenausschnitt. Das sieht ein bisschen nach Lego aus hier mit der gekrümmten Platte. Und hier natürlich für mich das Interessanteste, die Youngtimer Collection, finde ich ganz cool, denn ihr seht, das ist Citroën und Citroën kommt ja aus Frankreich, dementsprechend hier im Hintergrund auch der Eiffelturm in Paris auf der Verpackung, finde ich sehr cool, ist ein nettes Detail und hier auch, die haben ja auch eine gedruckte Plakette jeweils immer noch dabei und dann hier natürlich noch der Wartburg, Trabant ist es, Entschuldigung, vom Brandenburger Tor, das finde ich auch natürlich auch ganz nett. So, wir gehen mal wieder raus. Oder zoomen mal wieder raus und blättern mal eine Seite weiter. Genau, und da seht ihr die komplette Seite der Youngtimer Collection. Ich denke, da muss man nicht viel zu sagen. Vielleicht mit die einzigen Aussagen sind hier die ganzen Barkas-Fahrzeuge. Und dann hier oben noch das. Hier, genau, da ist nämlich der Wartburg, den ich eigentlich in Erinnerung hatte bei Kobi. Da, der hier. Sieht ja dem Trabant ein bisschen zum Verwechseln ähnlich. Aber na gut, so, jetzt gehen wir mal wieder eine Seite weiter. Und da sind wir dann nämlich bei der Historical Collection angelangt. Ja, viele sagen, diese Reihe oder was auch immer ist das Beste bei Kobi. Allerdings sagen auch viele, das ist nicht die schlechte Seite an Kobi, weil das quasi Kriegsspielzeug darstellt. Bei der Sache muss ich ganz einfach sagen, was ihr auch unter die Videos geschrieben habt, warum ich Kriegsspielzeug vorstelle. In den Videos, wo ich diese Sets zum Beispiel teilweise vorgestellt habe, betrachte ich ja nicht, was dieses Modell jemals mal gemacht hat, sondern ich betrachte dieses Modell ja an sich, wie es aussieht, wie es hergestellt wurde, was auch immer. Es geht mir darum nicht, dass da jetzt zum Beispiel durch diesen Sturmpanzerwagen jetzt Menschen gestorben sind, was natürlich nicht in Ordnung ist. Aber in dem Fall geht es mir ja nur um das Modell und nicht darum, dass da jetzt eben der im Krieg mitgewirkt hat. Klar, man darf es nicht außen vor lassen, aber ich denke, dass man das auch unterscheiden kann. Hier zum Beispiel, das finde ich immer ganz cool, bei Kobi haben sie auch die ein oder anderen Lazarettfahrzeuge und da seht ihr auch, das erscheint sogar erst im Oktober 2021, der Ambulanz WC54. Sieht ein bisschen lustig aus, finde ich, mit diesen Rundungen hier oben, aber ich denke, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ansonsten, was haben wir hier noch? Panzer, auch hier diese Minifiguren-Packs, wie ihr sehen könnt. Und auch natürlich dann hier noch die anderen kleinen weiteren Fahrzeuge. So, machen wir weiter. Und da haben wir dann hier eine durchaus interessantere Seite in meinen Augen. Denn wir haben hier ein paar coole Fahrzeuge. Hier auch diesen, ich glaube, es ist ein Mercedes, genau. Oder ist es einer? Schauen wir mal nach. Es ist ein Horsch. Mhm.
Und dann haben wir hier unten zum Beispiel auch noch das Ford Maultier Ambulance, was ich auch habe. Das werde ich euch noch irgendwann mal vorstellen. Das steht schon aufgebaut im Regal. Das ist ein sehr, sehr schönes Set, kann ich euch nur ans Herz legen. Deswegen fand ich das andere Lazarettfahrzeug auch so cool. Und das ist nämlich die andere Seite von dem Krieg dann eben, oder von Kobi, dass sie auch mal hier Lazarettfahrzeuge herstellen, die ja quasi eigentlich was Gutes bewirkt haben, weil sie quasi die Krankenwagen im Krieg waren. Hier natürlich die Panzer. Da sage ich euch ganz ehrlich, das ist Geschmackssache. Für mich ist es definitiv nichts. Mir reicht mein Leopard 2A4. Und dann haben wir hier nämlich noch zum Beispiel den Königstiger, den ja vielleicht die eine, die man ja eigentlich kennt. Ist ja fast schon so bekannt eigentlich wie der Leopard 2. Dann haben wir hier zum Beispiel, der ist nämlich vor kurzem rausgekommen. Der ist sogar relativ groß, habe ich mir sagen lassen. Hier, da sehen wir ihn, den TOG 2 Super Heavy Tank. Der ist am Anfang Juni erschienen. Ihr seht auch, der hat 1225 Teile. Also der hat nochmal 400 Teile mehr als der Leopard 2A4. Den gibt es bei eBay schon für unmenschliche Preise eigentlich. Also ich glaube 80 Euro aufwärts oder so habe ich den da teilweise schon rumtigern sehen. Und dann haben wir hier auch wieder ein paar Neuheiten. Zum Beispiel hier Mai, zwei Stück hier die beiden Panzer und dann hier einer aus dem Juni, sowie hier nochmal einen aus dem Mai. Dann haben wir so eine Art, ja, was ist das? Sieht ein bisschen aus wie, genau, Patrouilleboot, genau. Erscheint ja, ist ja schon erschienen bereits. Da haben wir natürlich die Boeing Flying Fortress. Genau. Das ist natürlich auch ein Riesenteil. Also, ich glaube, 70 cm Flügelspannweite oder so hat das Teil. Wird auch zu Unpreisen mittlerweile verkauft, weil das Ding einfach beliebt ist. Und auch eigentlich überall ausverkauft. Das finde ich ja immer ist der Nachteil bei Kobi, dass ja quasi die Sets eigentlich teilweise ausverkauft sind. Hier haben wir zum Beispiel eine Junkers. Hier auch noch eine Henkel, eine neue Messerschmitt, wobei die ist Anfang des Jahres erschienen. Hier haben wir dann eine Henkel, die dann ab Mai erscheint, sowie eine Neuheit, die jetzt auch in 3 Tagen rauskommt. Die schauen wir uns mal genau an. Es sieht nach einem britischen Flugzeug aus. Genauso ist es. Und eine Havilland Mosquito erscheint hier, wie ihr sehen könnt. 452 Teile. Und was natürlich auch bei allen Sets auffällt, ist natürlich das Logo hier, Pad Printed, No Stickers. Was man ja, wie ihr alle wisst, bei den Lego-Sets nicht immer unbedingt erwarten kann. Dann haben wir hier sogar noch ein Set, was dann im August erscheint und eins im September. Da schauen wir auch nochmal schnell rein. So, was haben wir? Sind ebenfalls zwei Flugzeuge. Einmal ein französisches Flugzeug, die Deutin und die Messerschmitt. Also ihr seht, mit Messerschmitts, da hat Kobi definitiv alles nachgelegt, was nachzulegen war. Hier haben wir dann die Battleships. Ihr seht, World War 2. Unter anderem die USS Enterprise, die ja im, was war es, Pazifik, was auch immer eingesetzt wurde. 2510 Teile, 83 cm lang, ein Riesenteil, hätte ich sehr, sehr gerne, ist aber überall ausverkauft. Außerdem habe ich kein Regal oder Vitrinenfach, was 83 cm lang ist. Ja, dann haben wir noch die Bismarck, auch ein sehr, 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 sehr beliebtes Schiff in meinen Augen, auch von Kobi vielleicht mit das bekannteste, beliebteste. Sowie dann noch einen leichten Kreuzer, und zwar die HMS Belfast. Da schauen wir jetzt mal weiter, was die dann noch so haben, weil da müssten noch Schiffe kommen. Genau so sieht's aus. Da haben wir nämlich doch den schweren Kreuzer im Vergleich zu HMS Belfast, und zwar den Prinz Eugen, auch ein deutsches Schiff quasi. Und hier noch den eigentlich nie fertig gewordenen einzigen deutschen Flugzeugträger, und zwar die Graf Zeppelin. Der ist ja eigentlich nie fertig gebaut worden. Den gibt es auch in der World of Warships-Reihe. Jetzt hat Kobi ihn aber auch in der Second World War-Reihe rausgebracht. Finde ich eigentlich ganz gut, weil damals war er nur, glaube ich, in der Reihe genau zu kriegen. Hier haben wir noch ein kleineres Flugzeug, was im Mai erschienen ist. Und hier unten noch ein U-Boot, und zwar die U-47. Das kennt man eventuell auch. Ich glaube, das ist auch schon mal in einer ähnlichen Form rausgekommen. Dann haben wir hier natürlich Leopard 2A4. Das ist genau den ich euch bereits schon vorgestellt habe. Auch in der Kooperation nochmal hier der Hinweis mit dem Deutschen Panzermuseum Munster. Und dann hier den Abrams. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Panzer. Klar, wie immer. Dadurch sind Menschen gestorben, aber ich betrachte ja nur das Modell an sich. So, und dann hier sieht man die Verrücktheit von Kobi. Ein Leopard 2 reicht nicht. Nein, wir müssen noch den Leopard 2A5 TVM rausbringen, der im September 2021 erscheint. Auch in Kooperation wieder mit dem Deutschen Panzermuseum Munster. Ihr seht, der hat ungefähr 80 Teile mehr als der andere. Bin ich mal echt gespannt, wie das Ding wird. Wir haben noch kein Box-Design, wie ihr sehen könnt, aber ich denke, so unterschiedlich können die beiden eigentlich nicht werden. Dann haben wir hier die Armored Forces. Eine Reihe, die eigentlich relativ beliebt ist bei Kobi, habe ich immer den Eindruck. Ich meine, das sind Flugzeuge, damit kann man eigentlich nie was falsch machen.
Hier den Apache-Helikopter sowie den Chinook, den CH-47, der kommt, diese beiden sieht man auch sehr, sehr oft immer in irgendwelchen Blockbuster-Filmen, wo es um Amerika, was auch immer, Soldatenfilme, da kommen die immer ganz oft vor. Der Chinook-Hubschrauber ist ja quasi eigentlich ein Transporthubschrauber und der Apache ist ja ein Kampfhubschrauber. Kleiner Funfact, hier hat Kobi einen gravierenden Fehler in meiner Augen gemacht, und zwar kennt ihr diese Kobi-Sockel, auf denen ja quasi jedes dieser Flugzeuge immer steht. Bei Hubschrauber ist allerdings so, bei den Flugzeugen, die starten ja quasi schräg in die Luft hinein. Der Apache-Helikopter hat genau solch einen Sockel, wo er quasi schräg in die Luft reinsteigt, was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil ein Helikopter entweder gerade nach oben steigt oder meistens ja mit dem Bugteil senkrecht nach unten geneigt, so ein bisschen. Also quasi genau entgegengesetzt startet. Das finde ich ein bisschen lustig, weil der dann so da so schräg steht, was eigentlich untypisch ist für einen Helikopter. Dann haben wir noch zwei neue. Und zwar die Thunderbolt und die Harrier 2 Plus. Ja, sind beide, also die ist rausgekommen. Die erscheint noch, finde ich jetzt nicht so schön vom Design her. Da spricht mich eher hier der Chinook und Apache-Helikopter ab. Wobei ihr aufpassen müsst, da habe ich schon gesehen oder gehört, dass hier diese Teile sehr, sehr leicht abgehen sollen. Da hat Kobi mal mit der Klemmkraft vielleicht etwas nachgelassen, wie man das ja eigentlich nicht von ihm gewohnt ist. Und dann haben wir die einzige Lizenz eigentlich. Und zwar die Top Gun Maverick Sets. Ich glaube, die sind unheimlich beliebt, ja. Also das Ding hier, die F-14A Tomcat, das war, die kosten zwar einiges, ich glaube 60 Euro, 70 Euro oder sowas in dem Dreh, aber die sind sehr, 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 sehr beliebt. Vor allem die beiden hier. Ich meine, der Film an sich ist ja, glaube ich, noch nicht rausgekommen, der neue, aber die sehen auch schon vom Design her ziemlich, ziemlich cool aus. Von daher kann man da eigentlich nicht meckern. Und sie haben ja auch 754 Teile, ist ja, glaube ich, das größte Flugzeug, oder? Die anderen haben nur 500. Von daher ist das in meinen Augen auch echt vom Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich auch relativ noch in Ordnung. Ja, und dann haben wir das einzige Set, was mich so halbwegs anspricht, was ich auch relativ cool eigentlich finde. Und zwar haben wir hier eine Boeing 737 MAX 8. Und ihr seht hier auch Official License Product. Also das ist auch ein Lizenz-Set. Sonst dürften sie wahrscheinlich auch nicht Boeing auf die Verpackung draufschreiben. Ich glaube, da gibt es sogar zwei Varianten von dem Teil. Es gibt eine, die auf diesem Sockel steht und eine nicht. Ich glaube, das ist die hier in dem Fall, glaube ich, nicht. Oder die steht nicht auf dem Sockel. Da bin ich mir nicht sicher, das müsst ihr sagen. Aber ihr seht auch, der hat knapp 39 cm Flügelspannweite. Also das ist auch schon ein relativ großes Teil. Dann haben wir hier die drei Titaniken aus der Historical Collection, die ich euch ja quasi angedeutet habe, wovon ich ja euch nur die Executive Edition vorgestellt habe. Hier haben wir, glaube ich, die RMS Titanic 1916. Das ist die ganz große aus 2840 Teilen, das Riesenteil. Dann haben wir die kleinere, die Executive Edition aus 960 Teilen, 64 cm lang. Das Ding ist schon groß und ihr müsst überlegen, wenn ihr die Enterprise habt, da müsst ihr nochmal 20 cm dranhängen. Und das ist dann die normale Variante. Das seht ihr auch an dem Unterschied von dem Boxdesign. Und unter anderem hier auch an dem roten Rumpf, wie ihr sehen könnt. Der ist hier wesentlich größer bei der Executive Edition als bei der. Finde ich persönlich auch ansprechender, weil ich finde, das sieht einfach gefühlt von dem Rumpf her nach nichts aus. Und das Ding steht auch auf Rädern. Hier bekommt ihr einen Sockel, einen richtig gebauten Sockel, nicht so ein Fertigteil, wo auch dann nochmal vorne eine geprintete Platte drauf ist. Ja, ich glaube 2x6er war es. Dann haben wir oben nochmal eine Concorde, die ist ja auch schon sehr, 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 sehr lange im Sortiment bei Kobi. Ich kann mich daran noch an das Video vom Held der Steine erinnern, was auch schon bestimmt 2 Jahre alt ist, wie er das Teil vorgestellt hat. Ja, und da sind wir auch schon durch für heute. Ihr könnt euch, ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung, ihr könnt euch den Katalog selbstständig auch nochmal angucken. Den gibt es auf der Kobi-Seite zu sehen. Also für mich, in meinen Augen, die beste Seite ist immer noch die hier. Einfach von den Flugzeugen her, von den Messerschmitts und den beiden Junkers, sowie dann natürlich von den Schiffen. Bei der Enterprise gibt es ja, glaube ich, nochmal, oder bei irgendeinem Flugzeugträger gibt es ja nochmal eine Limited Edition davon, wo dann ein paar Teile mehr sind und auch, ich glaube, 4, 5 Flugzeuge stehen dann mehr auf dem Deck. Und ihr bekommt noch eine Urkunde, und das ist ja... Es gibt ja bei Lego auch die ein oder anderen Limited Editions oder Limited Sets. Und bei Kobi ist aber ganz einfach der Unterschied, dass ihr auch noch eine Urkunde dazu bekommt, wo drauf steht, das ist das meinetwegen 300. Set von 1000 hergestellten. Ja, weil
schreibt mir auch gerne eure Meinung zu den Super Wings in die Kommentare. Ich glaube, ich habe aber eine Seite übersehen, übersprungen, ein Thema, glaube ich, ausgelassen. Ich muss mal schnell schauen. Genau hier. Action Town. Ich weiß nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Also, was das generell sein soll. Sieht jetzt wäre wahrscheinlich bei Lego dann irgendwas so Richtung Lego City, denke ich mal. Auch hier mit dem Skateplatz, der Farm. Ihr kennt meine Meinung, glaube ich, zu den Kobi-Figuren. Deswegen finde ich die Sets jetzt nicht unbedingt so gut. Aber ich finde den Ansatz der Idee dahinter eigentlich relativ schön. Ich glaube, die sollte man auch beibehalten. Und sich nicht nur auf, sage ich mal, das Kriegsspielzeug fokussieren. Wodurch ja Kobi auch ein bisschen Kritik geerntet hat. Dass sie quasi sich zu stark auf das Kriegsspielzeug hier fokussieren. Man sieht ja auch von den 24 Seiten ist ja, denke ich, glaube ich, ja, mehr als die Hälfte vielleicht. Oder die Hälfte, quasi von, ja, Kriegsspielzeug, was auch immer besetzt. Ich wünsche euch noch wie immer einen wunderschönen Tag. Ich packe euch, wie gesagt, unten den Link in die Videobeschreibung. Der Katalog ist schon ein bisschen draußen. Ich glaube, einen Monat ungefähr müsste das jetzt her sein. Es kann sein, dass ihr mich am Donnerstag mit dem Lego-Katalog seht. Kann aber auch nicht sein. Und deswegen, ja, also bis dahin. Ihr werdet euch am Donnerstag überraschen lassen müssen, weil ich... Jetzt, wo ich das Video aufnehme, weiß ich selber noch nicht, ob ich den Lego-Katalog habe. Ich fahre nachher erst los. Von daher muss ich dann da mal schauen. Und ja, also bis dahin, bleibt ihr mal gesund. Und bis zum nächsten Mal. Und ciao.